Ja, nachdem ich letzte Woche im Stream in Rise of Industry eine Firma gegen die Wand gesetzt habe, sah es jetzt kurzzeitig auch mal so aus, als wenn ich Tropico gegen die Wand fahre, aber wir haben gerade 5000 von der Krone als Entwicklungshilfe bekommen. Von daher sieht es jetzt gar nicht mal mehr so schlecht aus. Hoffe ich zumindest. Ja, und dann schauen wir mal, dass wir irgendwie... ja, vielleicht doch mal in die schwarzen Zahlen kommen. Es sieht ja immer jetzt schon mal wieder ein bisschen besser aus, seitdem wir jetzt die Mieten wieder erhöht haben und kein kostenloses Wohnen mehr anbieten. Dadurch haben wir jetzt natürlich wieder ein paar mehr obdachlose Bürger. Da müssen wir gleich mal gucken, wo die sich jetzt hier niederlassen. Da zum Beispiel. Mittellos. Er hat also nichts, um wohnen zu können. Aber wir können halt eben im Moment auch... ja, keine kostenlosen Wohnungen anbieten, Leute. Ihr müsst doch mal an Tropico denken. Obwohl es jetzt eigentlich ganz gut aussieht. Den Handelsauftrag haben wir immer noch nicht abgeschlossen, glaube ich. Ne, haben wir auch noch nicht. Da fehlt noch ein wenig was, aber das ist nicht mehr viel. Das haben wir bald. Und dann können wir anfangen rumzubrennen. sind das hier Piraten? Vermögen gut situiert. Wohnt in einer Baracke. Ja. Okay, das ist jetzt wirklich hier einer bis jetzt. Mal gucken, wo wir jetzt die nächsten Hütten noch entstehen. Da müssen wir dann mal schauen. Im Moment sehe ich nur die eine. Ja. Vielleicht kriegen wir doch noch die Kurve und Tropico geht doch nicht unter. Unter meiner Herrschaft. Unter der Herrschaft von El Presidente. Sollte mir was Hübsches kaufen, wie einen zweiten Palast. Genau, so ein zweiter Palast, das wäre natürlich auch noch cool. Aber im Moment, El Presidente, müssen wir mal ein bisschen ja, auf Penultimo hören und ein bisschen Geld sparen. Auch wenn das nicht in der, ja, normalerweise von El Presidente natürlich nicht gemacht wird, wenn das gekauft werden muss. Dann wird es auch gekauft. Dafür ist es El Presidente, mein Gott. Gouverneur, Korruption ist so massiv, wir müssen Schmiergeld zahlen, um herauszufinden, wie viel Schmiergeld wir zahlen müssen. Schon wieder. Mensch, ich will doch das Brandenburger Tor klauen. Ich kann doch nicht immer nur... Das ist jetzt natürlich doof. Oh, wir könnten jetzt mal ein bisschen versuchen, Gold zu klauen. Ziehen wir das wieder vor. Müsste eigentlich gleich auch schon wieder losgehen. Mission beginnt, dadurch haben wir jetzt natürlich wieder ordentlich Punkte verloren, um das Brandenburger Tor zu klauen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das hinkriegen. Und wir haben immer noch nicht diese Akzeptanz hinbekommen. Erfüllen Sie die Forderung der Revolutionäre, dadurch verbessert sich die Zustimmung der Revolutionäre und die der Leute, die die revolutionäre Fraktion unterstützen. Okay, also müssen wir einfach die Aufträge von denen machen. Dann sollte das eigentlich klappen, hoffe ich. Mit unserem, ja, zwielichtigen Geschäften, sage ich mal. Auf unserem Schweizer Konto, wie viel ist da jetzt eigentlich drauf? Wahrscheinlich noch immer nichts. Wo sehe ich das denn? Irgendwo konnte man das hier sehen. Politik. Ja, das muss ja hier sein, Moment. Schweizer Nummernkonto, immer noch nichts drauf. Es ist immer noch leer. Ah, da müsste auch mal wieder was raufkommen. Insgesamt sind wir immer noch bei minus 1000. Das ist immer noch relativ heftig, finde ich. Da müssen wir nochmal gucken. Vielleicht werden wir ein bisschen rum exportieren. Dafür müssen wir aber erstmal rum haben. Obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, dass wir jetzt erstmal den Export vielleicht hinkriegen sollten von diesem, vom Zucker, dass wir diese Handelsmission, diese blöde, abschließen können. Dass unser Mandat nochmal verlängert wird, weil wir sind jetzt schon auf 3 Jahre runter. Das heißt, wir werden bald abgesetzt. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wie gesagt, wir wollten ja heute noch ein bisschen länger streamen. Als jetzt nur die paar Minuten. Wie lange streamen wir schon? 2 Stunden knapp. Ja. Wohnen hier eigentlich Leute drin? Okay, das war vielleicht doch ein bisschen doof. Oberschicht würde auch gehen. Ja. Gut. Ja, hier holt einfach auch keiner das ab. Keiner will Bananen haben.
Bananen, wenn wir die mal exportieren müssten, hätten wir auf jeden Fall genug. 5 Monate noch, bis der nächste Frachter kommt. Da sollte es doch wohl mal möglich sein, ein bisschen Zucker dahin zu kriegen. Muss El Presidente wirklich alles selber machen? Das gibt's doch gar nicht. So, was sagt denn jetzt hier? Wir haben 2 arbeitslose Bürger. Ah, hier hatte ich das gesehen. Das war die coole Ansicht, die wollte ich eigentlich haben. Also in den letzten 2 Monaten haben wir insgesamt unterm Strich aber Plus gemacht. Jetzt machen wir auf einmal Plus. Was ist denn los hier? Das ist, ja, das hängt wahrscheinlich auch immer sehr stark von dem Export ab, den wir haben. Aber das ist nun mal unsere Haupteinnahmequelle, aber die wird halt eben nicht so wirklich dazu gezählt, weil die halt eben immer sehr unterschiedlich ist, nehme ich an. Das ist dann das Problem. Halt. Das holt auch keiner ab. Wir haben schon, wahrscheinlich reichen die Transportgebäude immer noch nicht aus. Die sind in der Freizeit. Was ist denn los mit euch? Ihr sollt arbeiten. Jetzt ist einer mal wieder arbeiten gegangen. Ich weiß nicht genau, was das für einen Effekt hat, wenn wir denen mehr Geld geben. Ob sie denn schneller laufen oder ob sie denn mehr arbeiten. Das ist schwer zu sagen. Oh. Na, egal. So. Nicht so wichtig. Wichtiger ist Tropico. Wir müssen Tropico am Laufen halten. So. Unser wundervoller Palast, der auch schon ein paar Risse hat, sollte vielleicht auch mal jemand ausbessern. El Presidente schickt gleich mal jemanden los. Achso, Moment, ich wollte mal gucken, was unser Überfall macht. Die sind noch dabei. Piraten brechen auf. Gesammelt haben sie sich schon. Die sollen mir das Brandenburger Tor klauen. Ich will mir das hier in den Vorgarten stellen. Ich weiß, es geht nicht, aber wir stellen das dann irgendwo hinten hin. Wir werden mit Sicherheit auch den Palast noch versetzen. Glaube ich. Oh, unsere Akzeptanz sinkt. Warum das denn? Naja, wir müssen halt irgendwann mal diese Handelsmission jetzt abschließen. Das wäre ganz nett. Ist dann schon wieder Zucker hier? Kann ich denen nicht sagen, dass sie Zucker holen sollen, verdammt? Ach nee, das muss ich im Transportbüro wahrscheinlich sagen. Das geht noch nicht. Oh, ist El Presidente gerade hier? Ja, der tritt da immer ordentlich hier. El Presidente sorgt erstmal für Ordnung. Der räumt erstmal auf in dem Schuppen. Kann aber nicht sein. Wir warten und warten auf Zucker. Und es kommt nichts. Wo kriegen wir denn Eisen her? Wir bauen doch gar kein Eisen ab. Oder? Bauen wir irgendwo Eisen ab? Das wäre mir neu. So, okay. Wir haben Mitarbeiter des Monats erforscht. Gucken wir mal gleich mal rein. Was bringt das nochmal? Mitarbeiter in Minen- und Industriegebäuden arbeiten in Doppelschichten. Ja, wir bräuchten eigentlich auf Farmen Leute, die in Doppelschichten arbeiten. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass die natürlich den ganzen Zucker jetzt erstmal kriegen, obwohl wir den exportieren müssten. Vielleicht waren wir doch ein bisschen zu schnell mit dem Bau von dem Ding hier. Das finde ich ein bisschen doof, dass wir das nicht so wirklich steuern können. Also vielleicht können wir das steuern und ich weiß noch nicht wie. Das ist wieder mein Problem. Also wenn das jemand weiß, dann kann er das mal in den Chat schreiben. Wir können übrigens hier sämtliche Bürger, die vielleicht gegen uns sein könnten, bestechen, töten, Unfall anordnen, festnehmen oder als verrückt einweisen lassen. Das wird nachher interessant. Wenn wir soweit kommen sollten, nachher Wahlen anstehen und wir drohen zu verlieren, dann können wir unseren Konkurrenten einfach mal ausschalten. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber es wäre rein theoretisch möglich.
So, jetzt exportieren wir rum. Können wir die Rumproduktion anhalten, ist die Frage. Nee, können wir nicht. Wir können das Ding nur abreißen. Das ist natürlich doof. Oh, hier steht auch noch... Ne, hier stehen jetzt ganz viele Hütten. Das sind halt alles die Hütten von den Farmern hier wahrscheinlich. Die haben kein monatliches Einkommen. Was ist denn los mit euch? Das können aber nicht alles Arbeitslose sein, weil wir haben keine Arbeitslosen momentan in Tropico. Da müssen wir mal gucken. In den Almanach. Bei Wirtschaft, wie es jetzt aussieht. Bilanz ist immer noch schlecht. Also kostenlose Wohnung anzubieten, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist jetzt. Mich stört das mit der Rumdestillerie, dass die, uns jetzt eigentlich den Zucker klaut, den ich im Hafen bräuchte, um den Auftrag abzuschließen. Ja, hier kommt halt gar kein Zucker mehr an. Okay, ich reiß das Ding jetzt erstmal ab. Das nützt jetzt erstmal nichts. Wir müssen das Ding wegreißen, damit wir den Auftrag abschließen. So, wusch und weg ist es. Hallo auch an die Zuschauer auf Facebook. Ja, genau, euch meine ich. So. Man soll mir ja nicht nachsagen, dass ich einen Channel vergesse, auf dem ich gerade streame.